Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Projektbeispiele. Diesmal geht es ums Thema Lokalisation, sprich verlorene Gegenstände finden oder vergrabene Schätze suchen oder einfach eine Position bestimmen eines Objektes. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Bei uns ist es mittlerweile so, dass man das eher seltener machen, dass man wirklich was auffindet, da die Projekte sehr umfangreich sind, weil man nicht nur bestimmen muss, wo sich etwas befindet, sondern nehmen wir an, es geht um irgendwas Vergrabenes. Man muss dann natürlich auch gewährleisten können, kann man das überhaupt ausgraben und solche Geschichten. Daher sind solche Projekte relativ selten, aber dennoch können wir die Schüler darauf trainieren, wenn sie das möchten. Und ich habe in letzter Zeit eben genauso ein Projekt gemacht, wo wir eben darauf trainiert haben, dass eine Position gefunden wird. Und wie das Ganze ausgesehen hat, zeige ich euch jetzt. Ihr seht hier am Bildschirm wieder gleich die Aufgabe, das heißt, ich habe vordefiniert einmal die Target-Nummer, hier oben steht sie noch einmal und hier unten steht sie auch noch einmal. Und dann gleich die Aufgabenstellung und zwar die Position der Kirche zum Ort und Zeitpunkt der Aufnahme der vordefinierten Karte. Das heißt, ich muss einmal bestimmen, was möchte ich überhaupt haben. Ja? Ich könnte jetzt sagen, der vergrabene Schatz, das verlorene Handy, die gesuchte Person, was auch immer, was möchte ich haben? Und dann muss ich vordefinieren, in welchem Gebiet suche ich. Ja? Wenn ich jetzt natürlich, ich sage jetzt mal, eine vermisste Person suche, müsste ich zuerst vielleicht eine Weltkarte hernehmen, wo ich beginne herauszufinden, auf welchem Kontinent sind wir, und dann noch ein Projekt mache, in welchem Land sind wir, noch ein Projekt mache, immer kleiner, kleiner, kleiner werdend. Das heißt, da gehören viele Projekte zusammen, wenn man nicht weiß, in welchem Gebiet man suchen muss. Wenn man aber weiß, in welchem Gebiet, in diesem Fall weiß ich zum Beispiel, wo sich die Kirche befindet, und zwar, man sieht es hier, das hier ist die Kirche zwischen D und E3. Ja, hier befindet sich die Kirche. Warum habe ich das gemacht? Natürlich, weil ich ein Projekt machen will, das ich sofort auflösen kann. Wenn wir jetzt irgendwas Vergrabenes suchen oder sonst was, dann muss irgendeiner los das Ganze suchen. Und dann haben wir schon wieder die nächsten Themen. Darf er das dort überhaupt graben und so weiter? Also daher als Übungsbeispiel einfach etwas Vordefiniertes hernehmen, wo ich auch weiß, wo sich die Position befindet. Der Schüler weiß es natürlich nicht, der da mitarbeitet. Denn der bekommt von mir wiederum nur die Nummer. Das heißt, er bekommt die Nummer und wenn er jetzt ein Viewing macht, bekommt er die ersten Informationen von der Position, was sich dort alles befindet. Und er beschreibt eigentlich die ganze Zeit höchstwahrscheinlich schon die Kirche in seinem Remote Viewing, macht wieder die ersten 9 Seiten, Stufe 1 bis Stufe 4x, um eben Blende aufzumachen, um gut wahrnehmen zu können. Gut, das heißt, er nimmt nicht nur wahr, was sich dort befindet, sondern der Viewer nimmt auch immer wahr, wo er sich befindet, beziehungsweise wann, also in welcher Zeit. Ist hier auch vordefiniert. Ich habe gesagt, quasi zum Zeitpunkt der vordefinierten Karte, das heißt, wenn, als dieses Foto hier entstand, genau dann möchte ich die Position der Kirche haben. Ich meine, die wird sich jetzt wahrscheinlich nicht wegbewegen, aber es kann natürlich sein, nehmen wir an, ich suche eine vermisste Person oder ein verlorenes Handy, dann heißt das ja nicht, dass das Handy heute dort liegt, morgen kann es ja ganz woanders liegen, weil es jemand mitgenommen hat oder was auch immer oder die Person bewegt sich. Das heißt, hier muss ich immer vordefinieren, wann will ich denn wissen? Würde ich jetzt wirklich eine vermisste Person suchen wollen, dann müsste ich hier angeben, den Zeitpunkt, wo ich diese Person suchen kann. Wenn ich sage, okay, nächsten Sonntag hätte ich Zeit, dann gebe ich nächsten Sonntag als Zeitpunkt an, 12 Uhr mittags, weil da hätte ich gerade Zeit, um dieses Gebiet zu durchsuchen. Gut. Also, wir haben eine vordefinierte Karte, die Aufgabenstellung ist klar, der Viewer muss mir erkennen, wo befindet sich die Kirche auf dieser Karte. Der Viewer bekommt die Target-Nummer. Und nachdem er diese Nummer bekommen hat, macht er mal seine 9 Seiten. Er weiß natürlich nicht, worum es geht.
Bis auf das, dass er von mir noch vorher zusätzlich ein Rasterblatt bekommt. Ja? Hier steht wieder die Target-Nummer drauf. Er bekommt dieses Rasterblatt und weiß, wenn er dieses Rasterblatt hat, dann muss er Positionen einzeichnen. Wie macht man das? Man fährt mit dem Stift über das Papier drüber und wenn ich das mache, also meine Wahrnehmung ist dahingehend, dass ich sage, ich merke, ich spüre, da ist eine Art Widerstandslosigkeit an einem gewissen Punkt und da wird eingezeichnet. Ja. Jeder, wie ich sagen, nimmt es ein bisschen anders wahr, hat da seine eigene Technik, ich zeige das gleich her, weil der eine sagt, okay, ich spüre sofort, wo sie ist, der andere sagt, nein, ich muss mich da rantasten. Ich zeige dir jetzt einmal ein Beispiel von zwei gemachten Sachen. Also dieser Viewer hier zum Beispiel beginnt einmal Striche zu zeichnen und irgendwie einzugrenzen mit den Strichen, hat sich dann scheinbar noch einen Punkt hingemacht und dann zum Schluss, also für uns zählt immer dort, wo er sein X oder sein Kreuz hinsetzt, das ist die Position, die er uns definiert. Das heißt, er tastet sich heran mit ein paar Strichen, das ist oft eine gute Übung, um seinen Verstand ein bisschen auszuschalten, etwas zu tun, zu zeichnen und dann setzt er uns sein X. Ich habe hier noch eine zweite vorbereitet. Der Führer hat es überhaupt so gemacht, dass er begonnen hat, einfach einen Kreis zu zeichnen, sein X reinzusetzen und fertig, dann hat er noch einen Pfeil hinzugezeichnet, passt. Ich habe es vorher vielleicht schon gesehen, ich habe dieses Raster, das er der Viewer bekommt, das ist 1 bis 9 von A bis F, genau dieses Raster bekommt natürlich der Viewer und mit Norden, Süden, Westen, Osten definiert, das heißt, diese Karte ist genau Nord, Süd, West, Ost ausgerichtet, damit wir natürlich dasselbe Raster bei beiden Karten verwenden. In dem Fall ist es ja so, dass ich den einzelnen Viewer sofort auswerten kann, ich kann ihm sagen, okay, du hast getroffen oder nicht getroffen. Hätten wir jetzt wirklich ein echtes Beispiel, wo etwas gesucht wird, ist es so, dass wir beginnen, natürlich alle Daten wieder zusammenzufassen. Bei diesem Projekt war es so, da habe ich im Laufe der Zeit, habe ich das mit 8 Schülern, also im letzten Monat gemacht, und ich habe das einmal zusammengefasst, dass man in dem Video vielleicht hier darstellen kann, wie das aussehen würde. Von diesen 8 Ergebnissen waren 5 ganz gut, ja. 3 waren stark daneben, beziehungsweise das eine ja so halbwegs daneben. Und diese 5 ja, zeigen hier einen Bereich, den wir dann genauer anschauen würden. Das heißt, auch hier wieder gleiches Verfahren, man nimmt mehrere Remote Viewer, versucht herauszufinden, wo gibt es da Übereinstimmungen. Wir hatten einen dabei, der hat es ganz genau getroffen, 2 sind fast perfekt, sage ich jetzt einmal, und 2 sind halbwegs okay. Wir würden dieses Gebiet, das die 5 Viewer jetzt abgesteckt haben, das würden wir quasi in Zukunft oder wenn man jetzt ein Drauffolgeprojekt macht, noch einmal heranzoomen. Das heißt, ich nehme eine Karte, in dem Beispiel, und würde mal zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht wissen würde, was es ist, diese 4 Felder rausnehmen, größer machen, noch einmal ein Raster drüber legen und mache das gesamte Projekt noch einmal. Und somit komme ich immer genauer auf einen kleineren Punkt zusammen. Ja, letztendlich, je nachdem was man halt sucht, muss man dann sowieso in diesem Gebiet unterwegs sein. Und wenn man jetzt was Vergrabenes sucht mit einem Metalldetektor, wenn es zu tief ist, mit einem Bagger, aber das sind schon wieder die extremen Projekte. Wenn man Personen sucht, ja, reicht wahrscheinlich dort herumzugehen und so weiter. Genau, das heißt, letztendlich die Lokalisation an sich gar nicht so ein schwieriges Projekt. Was hier ein bisschen schwierig ist, dass der Viewer beginnt natürlich eine Landschaft zu sehen und Bilder im Kopf entstehen, die ihn natürlich verwirren. Das muss man aber auch wieder ganz klar ausschalten. Wir wissen ja, diese AOLs sind leider immer falsch. Aber wenn man sich hier führen lässt, so quasi intuitiv sich hinleiten lässt, manche beginnen sogar in dieses Raster hinein etwas zu zeichnen. Das erkennt man dann oftmals schon so ein bisschen, so wie Straßen oder Strukturen, dass der Viewer wahrnimmt, da gibt es ein bisschen mehr und so weiter. Und so kommen sie an ihr Ziel. Man könnte hier auch gleich mehrere Ziele suchen. Man könnte natürlich sagen, okay, ich möchte jetzt dort sein. Nehmen wir an, wir suchen wieder eine Person. Ich möchte die Position feststellen.
nächsten Sonntag und ich möchte die Position feststellen übernächsten Sonntag. Dann kann es eben sein, dass sich zwei verschiedene Kreuze ergeben und so weiter. Ja, das ist eigentlich ein Projekt, das entstammt fast noch den militärischen Zeiten, dort wo Remote Viewing ja ursprünglich angewendet wurde. Damals hat man ja begonnen, eben das als Spionagetool zu nutzen und wollte natürlich wissen, wo hat der Feind seine Stellungen, wo gibt es Bewegungen und so weiter. Dafür hat sich das natürlich extrem geeignet. Aber dann auch in weiterer Folge, als das immer bekannter wurde, also ein paar Personen war es damals schon bekannt, dass das Militär in dem Bereich arbeitet, da gab es ja dann schon sogar wirtschaftliche Projekte und die ersten wirtschaftlichen Projekte haben sich eigentlich um Erzvorkommen, Erdölvorkommen und so weiter gedreht. Das heißt, da haben einige Investoren gesagt, okay, wir hätten gerne gewusst, wo gibt es denn noch Erdölfelder, die man aufschließen kann. Und so wurde das eigentlich erarbeitet damals. Gut, ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen mehr Einblick in das Thema bekommen und wünsche euch viel Spaß bei Remote Viewing.